So ein Scherz. Ich höre ihn. Das ist so ein Witz. Wir können ihn nicht ernst meinen. Alle sind voll am Arsch. Okay. Batterien oder? Ja. Sehr schön. Das sind sehr schöne Batterien blockiert. Auch zu 90% der Türen in Outlast sind geschlossen. Nur für die Optik. Ihhh. Voll der Schimmelbefall. Waren wir da schon mal vielleicht? Kommt das eigentlich nur so vor oder? Alter, da, die beiden schon wieder. Kommen wir das so vor oder haben wir öfter diesen Kamerastöreffekt mit der Zeit? So, das ist wieder der Innenhof. Alter, geiler Flur. Da lief er. Da lief das Monster. Ich wollte nur sagen, geiler Flur. Ich finde die Schule sehr schön. Alter, The Ring. Oh Gott. Die Tür geht ja auf. Ich hab da diese Tür noch nicht getestet. Wo dieser Dude wartet. Alter, wartet der da auf uns? Man sieht den auch nicht. Was sind das für Geräusche? Bah, ekelhafter Typ. Der muss ja direkt hier links sein, da muss ich hier rechts rennen. Da ist der. Irgendwo muss der da sein. Die Tür steht am Spalt offen. Mein Schatten sieht auch dezent creepy aus, muss ich zugeben. Naja. Nutzen wir die Chance, solange es noch ruhig ist. Warte mal, sind hier alle Klos gleich? Haben zumindest alle keine Batterien. Okay, hier ist ein bisschen was anders. Alter. Achso, das ist noch ein. Achso. Gut. Stimmt. Ja, ja, hier sind wir. Okay. Ja. Hallo? Hallo? Oh Gott. Jessica. Jessica, 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 Jessica. Jessica. Überall. Und es blutet dezent. Und wir müssen, wohl oder übel, zu unserem Freund. Alter! Was? Der war da nicht, aber der Schatten. Alter. Jetzt hast du mir aber dezent ein bisschen Angst eingejagt, Game. Alter. Fuck my entire life. Ne, da stand der Typ irgendwo. Die Bücherei wieder. Schule. Eine große Schule. Wer sind die Kollegen? Wer sind diese Kollegen? Sind das die Priester hier? Von der St. Sibyl High School? Also vielleicht auch einfach die Lehrer? Alter, er ist krass. Ich habe keine Ahnung, wer diese guten Herren sind. Faith to understand the universe was formed at God's command, so that what is seen, what is not made out of, what was visible. Okay, dann wieder ab in die Bücherei, oder? Da, wo wir die Aufnahme gestartet haben heute.
Hier kamen wir ja vorhin auch nicht hin. So, machen wir richtig zu hier. Zack. Können wir da öffnen? Ja, können wir. Aber will ich nicht. Ich will die zu haben. Okay. Tja, sind wir wieder hier, ne? Wir laufen im Kreis. Aber how the fuck I get out of here? Das fragt er sich ja immer wieder. Ich frage mich das eigentlich gar nicht mehr, weil wir irgendwie automatisch immer hier outkommen. Die Frage ist immer nur, wann? Oh! Was? 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 Der Gang war vorher noch nicht hier. Warum ist die Bücherei auf einmal so groß? Was ist das? Ein fucking Labyrinth, Alter. Fuck my life. So ein Scherz. Ich höre ihn. Das ist so ein Witz. Wir können ihn nicht ernst meinen. Alle sind voll am Arsch. Ich glaube, da hinten war er. Weiß nicht genau. Fuck. Dead end. Fuck. Es ist dunkel. Ich keine Ahnung. Kann nur raten. Oh, 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 fuck. Okay. Nein. Fuck. Aber das sah mir aus wie das Ende irgendwie. Kann ich mir gleich alles wieder neu suchen. Ich sehe schon. Fuck. Oh nein. Der weiß ganz genau, wo wir sind. Was soll ich da tun? Muss ich dafür sorgen, dass er einmal im Kreis läuft und dann um ihn rum oder was? Okay, fuck, was ist denn hier los? Oder weiß ich jetzt ungefähr wo lang? Ne, weiß ich nicht. Oder doch? Doch! Und natürlich kommt er doch hier hin. Ich muss ihn einmal im Kreis jagen, glaube ich. Hier könnte ich. Vielleicht, wenn ich schnell genug bin, ein bisschen Orientierungssinn beweisen kann. Das war verdammt knapp. Voll die Musik dahinter, ey. Okay, ist noch nicht vorbei. Was ist mit den Räumen hier verkehrt? Oh! Shit! Fuck! Jessica! Ja, please. Please. Oh! Alter, wir sind wieder zurück. God. Oh God. Das waren die ekligen Monster. Muss ich hin? Ich da hoch? Tür geht bestimmt nicht. Au, Arsch! Mach sowas neben mir. Oh, sag nicht, es geht weiter. Direkt. Pausenlos. Oder? Natürlich geht's weiter.
natürlich geht's weiter. Fuck. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Ich höre sie überall. Ich höre sie fucking überall. Über fucking all. Fuck. Ich mach das mal lieber zu. Ich weiß, dass mich das jetzt Zeit kostet, aber ich... Okay, da hinten. Schnell, 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 schnell. Mach. Nein! Oh, fuck! My life. Fuck, Alter. Okay, das mit der Tür schließen hat sehr viel gebracht. Alter, 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 wohin? Ich weiß es nicht. Dahin? Und jetzt? Dahin? Wohin? Wo bin ich? Ach, da runter. Okay. Oh. Okay, 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 okay. Da hoch. Boah, ist das ein verwinkelter Drecksschuppen. Ich will endlich in die scheiß Mine. War ja so ein Bastard. Keine Ahnung, wo der lang gelaufen ist. Da unten müssen wir auf jeden Fall hin, da sehe ich eine Bandage leuchten. Glaube ich, dass wir da hin müssen. Oder vielleicht hätte man da schon sein können, hab die Bandage nicht gekriegt. Oh nein! Jessica. Fuck! Oh nein. Und es geht weiter. Es geht fucking weiter. Der Lauf endet nie. Er rennt. Er rennt uns fucking hinterher. Wann wird dieser Lauf endlich enden? Wir sind am Arsch. Ich weiß immer, wo wir sind. Okay, der war schnell. Aua. Okay. Fuck. Oder müssen wir vielleicht da die Treppe hoch? Müssen wir wieder irgendwie ihn einmal verarschen. Weiß nicht. Ich könnte auch versuchen, hier links lang zu gehen. Das ist ja natürlich keine Option, offensichtlich. Hier auch nicht. Ich schließe die Tür. Ich verstecke mich. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Das sah ganz kurz aus, als ob ich durch die Tür durchlaufen kann. Ich weiß nicht, ich habe einfach die Vermutung, dass ich da hinten die Treppe hoch muss. Kann mich natürlich auch voll irren. Jessica. Was ist denn da oben? Ich will alles sehen. Fuck. Dass sie gut war. Was? Just confused. Und das klingt wie ein Doktor, der mit uns spricht von oben. Let me help you. Von oben herab. I remember being a young man. You've always been so nervous. Oder ist es you ganz... don't have to be. If you've done something,
you to tell me. Oh, das ist ganz anders. Anybody asking you to keep a secret is lying to you. Und wir haben unsere Psychosen. Was hast du ihr angetan? You can't keep a secret. Du kannst es nicht vor dir selbst verbergen. Also entweder waren wir es wirklich oder Option 2, die sich gerade für mich offenbart. Und zwar diese netten Priesterherren hier haben uns den ganzen Spaß eingeredet, dass wir dadurch Psychosen bekommen haben in dieser Krankenkirche hier. Ich meine in dieser Schulkirche. Und das ist ja alles allgemein sehr krank hier. Uhrzeit? Okay. 4:09. Alter. Kranker Bastard. Muss dir gar nichts erzählen. Und dafür schließt er mich ein. Oh Gott, was haben wir denn wieder hier? Schauen wir mal. Fenster ist offen. Kann man da raus? Till never let you go. Till? Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall never let you go. Da kann man sich, glaube ich, schon raushängen, wa? Wa? Doch nicht. Doch! Oh, ich wollte die Tür erst testen. Ah, okay, die war wahrscheinlich eh zu. Okay, und jetzt geht's hier weiter. Wir merken die Sprünge zwischen Realität und Psychose. Ich nenne es einfach mal so. Wird immer, immer enger. Es spitzt sich langsam richtig zu. Das merkt man richtig. Es wird immer intensiver. Die Runs werden immer erbarmungsloser. Fuck. Springen! Oh. Alter, wenn der aus der Tür rausfällt, dann war es aber mit dem. Oder muss ich durch diese Tür? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warte, wie hoch sind wir denn schon? Müssen wir da hoch? Ja. Boah, ich hasse dieses... Wie könnte das ein bisschen? Ich weiß nicht. Ich hasse diese, diese Stellen, wo wir ständig in so Häusern sind. Wo so richtig viel Zeug drin ist. Okay. Wo man sich kaum orientieren kann. Das finde ich immer echt sehr stressig. Okay, kommen wir. Wir sind ja in the mines quasi. Mine entrance is usually on the top floor. Kommen wir noch in so eine Art Höhle? Mineneingang, ja, müssen wir eigentlich, ne? Ist doch noch ein bisschen länger als ich dachte. Oh, fuck! Auf den Boden der Tatsache. Oh nein! Alter! Die schreien! Oh, spannend, spannend, spannende Action. Ich muss mich bücken, ich muss rennen, ich muss alles. Und die können das viel besser als ich. Oh, was sind das für ekelhafte Monster? Okay, wir gehen wieder hoch scheinbar. Oder sind wir jetzt woanders? Ich weiß nicht. Schottendicht. Wir sind relativ weit oben. Ich brauche keine Verbände. Mir passiert hier gar nichts. Okay, ist da noch etwas Interessantes? Also um den Ball nur gefragt. Ich könnte mich da runterstürzen. Das mache ich jetzt aber nicht.